Thema Satz des Tales. Wir haben eine Strecke gegeben, AB mit Mittelpunkt M. Die seht ihr hier unten, AB, und hier ist der Mittelpunkt. Und jetzt soll ein Halbkreis gezeichnet werden mit dem Mittelpunkt M, der die Punkte A und B verbindet. Praktisch also hier den Zirkel einstechen und dann hier einen Kreis ziehen, der den Anfangs- und den Endpunkt miteinander verbindet. Und jetzt möchten wir aus dieser Strecke AB ein Dreieck machen. Das heißt, wir brauchen noch einen dritten Punkt. Und dieser Punkt C, der soll irgendwo auf diesem Kreis liegen. Also zum Beispiel hier oben, blauer Punkt C. Und dann bekommt ihr dieses blaue Dreieck hier. Ihr werdet feststellen, dass hier oben genau ein rechter Winkel ist, ohne dass das jetzt zunächst geplant war. Vielleicht war es ja Zufall, deswegen könnte man den Punkt C ja auch woanders hinlegen. Das wäre dieser schwarze Punkt C, zum Beispiel hier, irgendwo auf diesem Kreis. Dann bekommt ihr dieses schwarze Dreieck. Ihr werdet aber sehen, dass ihr wieder hier oben einen rechten Winkel habt. Bei dem braunen Dreieck hier genauso. Und das ist dieser Satz des Tales, das Bemerkenswerte. Irgendwo auf diesem, wenn ihr irgendwo auf diesem Taleskreis, der die Punkte A und B verbindet, den dritten Punkt C legt und ein Dreieck, die Punkte dann zu einem Dreieck verbindet, habt ihr immer oben einen rechten Winkel. Hier steht in dem Kasten, wird es nochmal zusammengefasst. Wir schauen uns ein paar Aufgaben an, die man dann mit Hilfe von dem Satz lösen kann. Also, wir sollen jetzt ein rechtwinkliges Dreieck konstruieren, also auch wieder mit einem rechten Winkel bei einem Punkt. Die Grundseite C soll genau 5 cm sein und die Seite A 2 cm. Also zunächst mal könnten wir ja die Strecke C, die Grundseite gleich mal einzeichnen, 5 cm von A nach B. Okay, und wir möchten ja einen rechten Winkel haben, rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, wir nutzen natürlich wieder diesen Taleskreis aus, gehen genau in die Mitte, also 2,5 cm Radius wären das dann, verbinden die Punkte A und B mit einem Taleskreis. So, und ihr wisst ja, ich kann jetzt den Punkt hier, den Punkt C irgendwo wählen und habe auf jeden Fall sichergestellt, dass es ein rechtwinkliges Dreieck ist, weil ich habe da oben einen rechten Winkel. Jetzt möchte ich aber noch hinbekommen, dass die Seite A genau 2 cm ist. Die Seite A liegt ja genau gegenüber von dem Punkt A, also das ist diese Seite im Dreieck und die soll jetzt 2 cm sein. Dazu benutzt ihr wieder den Zirkel, stecht hier ein, messt 2 cm Radius ab, also hier 2 cm, und zeichnet hier so einen weiteren Kreis. Und genau an der Stelle, an der sich die beiden Kreise schneiden, hier oben, da habt ihr dann den Punkt C. Weil dann ist auf jeden Fall sichergestellt, dass die Strecke A 2 cm sind, deswegen dieser Kreis, und der Punkt liegt aber auch auf dem Taleskreis und damit ist sichergestellt, dass dieser Winkel hier oben genau 90 Grad beträgt. Okay, schauen wir uns die nächste Aufgabe noch an. Aufgabe Beispiel 3. Also dieses Mal ein rechtwinkliges Dreieck wieder. Die Grundseite C soll 4 cm sein und diesmal soll die Höhe 1 cm sein. Also wir fangen mit der Grundseite an. 4 cm von A nach B. Genau, also hier wieder den Taleskreis zeichnen, zum Mittelpunkt gehen, Radius 2 cm, dann haben wir schon mal den Taleskreis. Das heißt, das rechtwinklige Dreieck bekommen wir hin. Jetzt soll das Dreieck aber eine Höhe von 1 cm haben. Okay, das heißt, die Höhe in einem Dreieck, also wird jetzt gemessen, einfach hier praktisch gegenüber der Grundseite, also praktisch hier senkrecht runter, diese Strecke soll 1 cm sein. Beste Variante, ihr zeichnet einfach parallel dann zu dieser Grundlinie diese Parallele hier ein, im Abstand 1 cm, also praktisch der Abstand zwischen diesen beiden Linien, dieser Linie und dieser Linie, sind genau 1 cm. Und dann habt ihr zwei Schnittpunkte, nämlich den Schnittpunkt C und den C'. Und wenn ihr dann hier euer Dreieck zeichnet, habt ihr alle Maßgaben erfüllt, weil ihr habt dann auf jeden Fall eine Höhe von 1 cm, bei diesem Dreieck hier genauso. Und ihr habt hier oben einen rechten Winkel, weil der Punkt C liegt ja auf dem Taleskreis. Also es gibt zwei Lösungen hier, einmal das Dreieck, das hier eingezeichnet ist, und das zweite Dreieck, das könnt ihr euch ja hier reindenken, einfach praktisch, das läuft dann so runter. Okay.
Beispiel 4. Jetzt ist die Situation so, ihr habt hier das hier gegeben, die Punkte A, B und C und diese Verbindungsstrecken und wir sollen schauen, ob hier ein rechter Winkel vorliegt. Auch hier kann man den Thaleskreis nutzen, um das einfach zu überprüfen, ohne Geodreieck jetzt in dem Sinn. Einfach hier die Verbindungslinie ziehen von A zu B. Genau in die Mitte gehen, zum Mittelpunkt und den Thaleskreis ziehen. Und wenn dann dieser Punkt C oben auf dem Thaleskreis liegt und es liegt da hier, dann ist sichergestellt, dass hier oben auf jeden Fall ein rechter Winkel ist. Wenn das jetzt so wäre, dass ihr den Thaleskreis eingezeichnet habt und der Punkt C liegt irgendwie zu hoch, zum Beispiel hier oder zu weit unten, dann könnt ihr auf jeden Fall sagen, dass da oben kein rechter Winkel ist. Okay, und jetzt kommt noch eine ziemlich schwierige Aufgabe. Also ihr habt praktisch eine Gerade hier und ihr habt einen Punkt. Und die Aufgabe ist, dass ihr eine senkrechte, eine orthogonale zu dieser Geraden zeichnet, die durch den Punkt geht. Also praktisch irgendwie eine Strecke, so eine senkrechte, eine Linie, ja, eine Gerade, die praktisch hier durch den Punkt P geht und wo hier aber ein rechter Winkel vorliegt. Okay, hier seht ihr ja schon, was rauskommt. Also diese Senkrechte mit dem Namen H ist gesucht. Okay, und dafür kann man auch den Satz des Thales benutzen. Man geht dabei so vor, dass ihr einfach, um den Thaleskreis zu zeichnen, braucht ihr ja zwei Punkte. Den einen Punkt habt ihr schon. Und den zweiten Punkt, den wählt ihr euch irgendwo auf der Geraden. Den könnt ihr, der wird hier zum Beispiel A genannt. Also der liegt jetzt hier, der könnte aber auch hier liegen oder weiter vorne. Dann werden die zwei Punkte verbunden miteinander. Ihr geht zum Mittelpunkt und zeichnet den Thaleskreis ein. Hier ist er sogar einmal ganz rum gezeichnet. So. Und dann gibt es doch den Punkt C, an dem der Thaleskreis eure Gerade G schneidet. Und dieser Punkt ist wichtig, weil da ist doch sichergestellt, dass hier auf jeden Fall ein rechter Winkel vorliegt. Genau, und das ist ja ganz wichtig, das wo war die Aufgabe. Und wenn er praktisch dann eine Gerade zeichnet durch den Punkt P und durch den Punkt C durch, dann habt ihr die Aufgabe erfüllt. Dann habt ihr sichergestellt, hier ist ein rechter Winkel, so war es geplant und der Punkt P, der liegt ja natürlich auch auf der Gerade H. Okay, und dann könnt ihr euch ja an die Aufgaben auf der nächsten Seite machen.